Dachschichten hinzufügen. Über hinzufügen, Dach, Dachschichten kann man die Dachaufbauten zuweisen. Hierhinter habe ich die Einstellung für die ganzen Dachschichten. Man kann sich hier einstellen, was für Schichten es gibt. Man kann beliebig viele erstellen. Die ganzen Kantendefinitionen für die Randausbildung und so weiter können für jede Art hier festgelegt werden. Das ist hier schon mal vorab in dieser Zeichnung passiert. Wenn ich jetzt in das Geschoss gehe, ich will nur mein Dach sehen, sage hinzufügen, Dach, Dachschichten, Dachaufbauten zuweisen. Ich möchte jetzt diesen ganzen Flächen mit rechts bestätigen, das Einfamilienhaus 2019 Hauptdach zuweisen. Dann sage ich Dachschichten erzeugen, einmal Lasso drumlegen, rechts bestätigen und die Dachschichten, die ich dort hinterlegt habe, werden hier mit den dementsprechenden Rücksprüngen angelegt. Ortgang, Rücksprung, Traufe und so weiter.